Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Griefer Games Video. Heute soll es mal darum gehen, um diese ganze Orb-Krise mit dem Händler. Vorab möchte ich mich aber erstmal dafür bedanken, dass in letzter Zeit so viel Support war. Wir haben die letzten Wochen echt gut, ich muss sagen, neue Leute dazu gewonnen. Vorhin wirklich erstmal danke für jeden, der neu dazugekommen ist. Und wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne mal abonnieren. Und wie gesagt, ihr wisst ja, dass neulich wurden ja die Anbaupreise gesenkt vom Dings. So, wir holen jetzt mal erstmal ein bisschen weiter aus. Den Orb-Händler gibt es schon seit mehreren Monaten jetzt. Ich glaube mittlerweile seit 5 Monaten so. Es war auch schon so, dass am Anfang der Orb-Händler einen Bug hatte und dass man dadurch sich im Prinzip mit einem Bug eine Menge Orbs erbauen konnte. Und und dann haben die erstmal alle Spieler, die nach einem Tag gefühlt eine Menge Orbs hatten, gebannt, resettet. Das war damals nicht so gut, weil durch diesen Bug wurden Milliarden von Orbs gebuggt, wo man sich schon einen Command-Block kaufen konnte, hast du nicht gesehen. Zum Glück konnte man den Bug schnell beheben und es wurde damals auch alles also der ganze Bug wurde beseitigt oder so. Jetzt war es aber allerdings so, dass ich aus heiterem Himmel neulich in mein Forum geguckt habe, mich wundere, hä, was haben die, oder besser gesagt, ich habe im Gang geguckt, wollte nochmal wieder ein paar Pilze verkaufen, weil ihr wisst ja, ich habe ja als Opfer wollte ich eine Pilzfarm bauen und deswegen habe ich mich gewundert, warum ist der Anbaupreis hier bei 2? So, oder besser gesagt, sogar bei 1. Ich muss sagen, ich verkaufe für den Preis meine Pilze nicht. Und dann habe ich mal ins Forum geguckt und da stand, dass im Moment alle Anbaupreise, das heißt alles, was man farmen kann mit einer Farm, ich sag mal hier oder Blumen oder auch alles, was man als Monster Drop bekommen kann, wurde erstmal auf 2 reduziert. Wo ich mir so gedacht habe, wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen? Erstens mal war da als Begründung angegeben im Forum, dass viele Spieler dort mit Bots und Bots gearbeitet haben und das abgegeben haben. Wo ich mir so denke, liebes Griefer Games Team, diesen Server gibt es seit über mittlerweile jetzt 4 Jahren, müsste es den eigentlich mittlerweile jetzt schon geben. Und ihr habt in dieser Zeit eine Menge Updates rausgehauen. Klar, dass auch zwischenzeitlich mal Duplex dabei waren. Und ihr wisst auch, dass es auf diesem Server sogenannte Verkaufsbots gibt. Dass man sich da nicht überlegen kann, dass es vielleicht Leute gibt, die programmieren können und dann auch einen Bot programmieren, der immer automatisch hin und her geht zu der Farm, automatisch entleert und zum Händler hier geht und das abgeht. Nö, kann man sich nicht denken. Und das war einer der Gründe, die mich ganz schön aufgeregt haben, warum hier die Orbs runtergenommen wurden auf 2 pro Stück, Leute. Angeblich soll es ja nur eine zeitliche Begrenzung sein, so wie ich das der Nachricht im Forum entnehmen konnte. Kleine Anekdote an der Stelle. Immer wenn ich irgendwie mir einen neuen Plan überlegt habe, was ich jetzt wieder machen kann, bringt Griefer Game ist irgendwie ein Update, was das verhindert. Entweder kann man die Farm denn nicht mehr bauen oder meine Farming-Methode funktioniert nicht mehr. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist das bei mir immer schon so gewesen. So. Das war halt das, wo ich mich wirklich am meisten drüber aufgeregt habe, dass du mit diesen Bots, dass sich da niemand im Vorhinein einen Gedanken gemacht hat, dass Leute auf Griefer Games gibt, die auch sehr, sehr gut programmieren können, muss man sagen. Und die wenn du einen Verkaufsbot programmieren kannst, dann kannst du auch so einen Bot programmieren, weil das einfach leicht ist. Verkaufsbot ist schwerer zu programmieren, weil da musst du verschiedene Dinge, musst du jeden Block einscannen, den eine bestimmte ID zuordnen, musst der wieder rausgeben. Hier musst du dem Bot nur im Prinzip 2 Befehle geben. Klick darauf, gib das ab, geh wieder zum Plot, führ dich wieder auf und mach das die ganze Zeit hin und her. So. Und ich muss dazu mal sagen, klar ist das scheiße, dass das manche Leute mit Bots gehabt haben, aber das hätte man im Vorhinein aber auch wissen können. Was mich aber jetzt noch als nächstes abgefuckt hat, dass sie die Bots denn nicht irgendwie gesperrt haben oder so. Ja, das oder dass sie vielleicht nicht mal versucht haben, die Bots irgendwie zu sperren. Weil man muss ja auch wirklich sagen, solche Bots verhalten sich auch dementsprechend. Die laufen nach einem ganz bestimmten Schema rum, geben alles ganz, ganz schnell ab. Da muss man natürlich als Programmierer, muss man also pfiffig sein und einen bestimmten Delay reinmachen, damit das auch alles seine Richtigkeit hat. Aber ich finde, Griefer Games hat damit einen richtig, richtig großen Fehler gemacht. Und zwar aus der einzigen Sache, die für mich jetzt mal
wichtig ist. Und zwar, dass du das erste Mal bei Creeper Games, ohne irgendwie richtig Geld zu haben, eine Farm bauen musstest, konntest Orbs abgeben und konntest dir dadurch was finanzieren, ja. Sonst, ich sag mal, wenn du Creeper Games wirklich richtig spielen möchtest, musst du dir irgendwann einen Rang kaufen bei Creeper Games. Sollte also, bei guten paar Kisten vielleicht nicht, aber wenn du wirklich reich werden willst, erst musst du dann richtig gut handeln und musst erstmal gefühlt einen Monat farmen gehen, damit du ein richtig gutes Kapital hast. Oder du musst eine Menge Kisten kaufen und verkaufst den Stuff raus. Das wären zum Beispiel die paar Optionen, die ich jetzt kenne. Aber natürlich die Variante mit Farm, das halten halt manche nicht. Das halt, gibt halt viele, die das machen, aber viele halten es auch nicht durch, so einen ganzen Monat so gefühlt zu farmen für sein Startkapital. Deswegen finde ich, dass sich Spieler erstens wie mich, wo ich, weil ich habe jetzt eine Pilzfarm gebaut, die mich bis jetzt 200.000 Dollar gekostet hat. Die 200.000 Dollar sind jetzt in Sand gesetzt, Leute. Ja, kann ich auch nichts mehr für machen. So, die haben kleinen Spielern wie mir die Möglichkeit genommen, die im Moment keinen Clan haben, die alleine agieren, die mit keinem Freund zusammenspielen, etwas mehr Geld auf Giver Games zu verdienen und das dadurch, dass man einfach und fleißig ist. Wirklich. Und das finde ich vom Giver Games Team ein bisschen behindert im Moment. Naja, ich kann euch abschließend zu der ganzen Sache nur sagen, ich finde, gut eine begrenzte Zeit ist das okay. Sie sollten es aber nicht permanent zu lassen, maximal wirklich einen Monat. Was ich jetzt machen werde, was ich euch auch als Tipp gebe, ich werde meine Pilzform weiter ausbauen. Will ja in dieser Zeit, wo dies bei 2 ist, werde ich die Pilze nicht abgeben, sondern erst, wenn der Pilzpreis wieder hochgeht, wenn er denn überhaupt wieder hochgeht. Ansonsten gucke ich jetzt erstmal ab, behalte meine Pilze und farme so viele Pilze, wie es geht, bis es denn halt entweder hochgeht. Wenn es nicht wieder hochgeht, dann gebe ich die spätestens nach einem Monat wieder ab. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne mal Abo und ein Like da lassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.